ich sagen. Ja. So, servus und hallo bei Guso von UTV. Wir stehen hier mit dem Enno, auch einem bekannten YouTuber, auf der Gamescom und ich quetsche ihn jetzt mal so ein bisschen aus. Genau. Enno, seit wann bist du heute schon auf der Gamescom? Oh, ich bin recht spät angekommen. Ich bin um 4 war ich erst auf der Gamescom, weil ich hatte echt ein Problem im Zug und dann bin ich nicht ganz reingekommen. Aber um 4 jetzt, mal gucken, wie lange das heute noch geht. Ich werde auf jeden Fall bis zum Ende bleiben. Hattest du Karten vorbestellt oder die hast du direkt gekauft? Nee, ich hatte keine Karten vorgestellt. Ich habe auch für morgen noch keine. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen möchte. Morgen ist ja das YouTube-Treffen. Da habe ich auch noch keine Karten für. Ich versuche jetzt Karten zu bekommen. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht sehen wir uns dann morgen nochmal. Okay, ja, du hast jetzt, bist ja sonst so lange da. Was hast du bisher schon gemacht hier? Also ich habe mich mit einer Freundin getroffen und wir sind ein bisschen über die Gamescom gegangen und haben uns halt so Sachen angeguckt, Neuheiten angeguckt. Das Problem ist nur, dass für die ganzen coolen Sachen, für die du, ja, die du anzocken willst oder Sachen, die du sehen willst, wie Oculus Rift oder was weiß ich, Battlefield 4, da musst du einfach mal stundenlang für warten. Da hatte ich ehrlich gesagt noch keinen Bock drauf. Da habe ich mir so ein bisschen die Trailer angeguckt, geguckt, was Neues gibt. Aber ich bin halt meistens auf der Gamescom, um halt coole Leute zu treffen, weil du triffst halt hier immer die ganzen Leute, die du sonst halt nur im Internet siehst. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, wieso ich überhaupt hier bin. Okay, sind schon Leute auf dich jetzt zugekommen, jetzt in der kurzen Zeit? Also ich habe schon Freunde getroffen, ja. Also so Leute jetzt, ha, du bist doch der auf dem Internet, das hatte ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 2 Stunden oder so hier. Aber viele Freunde habe ich schon getroffen. Das ist echt eine coole Sache, wenn du halt alleine losgehst und sagst, ja, wir treffen uns da und da und da, du jetzt auch hier, wir treffen uns hier. Das macht einfach Spaß, macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Okay, Tagesordnung für morgen ist dann bei dir auch erstmal Videoday, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja anscheinend, soweit ich weiß, schon um 10 Uhr los. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wo ich schlafen soll, ob ich jetzt in Köln penne oder in Aachen oder zu Hause, wer weiß das schon. Aber dann, ja, auf jeden Fall morgen ab 10 Uhr Videoday. Bis abends, bis nachts vielleicht noch feiern gehen, aber das ist auf jeden Fall das, was für morgen ansteht. Also das heißt, das Ganze mit Gamescom so wird jetzt spontan geplant von dir? Ja, überhaupt nicht geplant. Das war mir komplett spontan. Also ich, heute Morgen oder gestern Abend habe ich überlegt, so, ja, Gamescom läuft, warst du noch nicht, fährst du hin, bist eigentlich jedes Jahr. Und dann bin ich heute Morgen halt hingefahren. Fertig, also total spontane Aktion eigentlich. Okay. Ja, was mir jetzt noch einfällt gerade so nebenbei, du machst ja eigentlich einen YouTube-Channel und bist ja eigentlich sonst immer relativ aktiv, aber so in letzter Zeit ist halt relativ ruhig um dich geworden. Ist irgendwie was vorgefallen oder hast du keinen Bock mehr auf die ganze Sache? Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock noch, aber das Problem ist halt, ich hatte halt erst Abschluss, damals eine Ausbildung, mittlerweile bin ich im Studium. Ey, und das spart dann einfach ein. Ich habe mittlerweile, produziere ich halt Kinowerbung, also ich bin von dem YouTube-Ding so ein bisschen mehr ins Professionelle gegangen, mache 3D-Animation, Kinowerbung, Partyfilme und das spannt einen unglaublich. Vor allem das Studium, das Studium kann man nicht beschreiben, eigentlich müsste ich, wie gesagt, gerade auch schon wieder lernen, aber ich habe einfach gedacht, Gamescom ist cooler und bin dann einfach auf die Gamescom gefahren und hier bin ich. Okay, also heißt es jetzt, du würdest es schon gerne machen, wenn du mehr Zeit hättest? Auf jeden Fall. Also ich habe auch ein paar Ideen. Es war auch einmal ganz knapp davor, wirklich so knapp davor, dass ich ein neues Video rausgehauen hätte. Aber wie gesagt, dann kommt halt was dazwischen, was wichtiger ist. Andere Sachen haben halt höhere Priorität und dann klappt es halt nicht. Das ist halt echt das Problem. Und viele Leute, also mein Kameramann zum Beispiel ist weggezogen. Das ist auch einer der Gründe, dass immer die Person, mit der ich gefilmt hat, und weil in meine Videos kann ich schlecht selber filmen. Und das ist halt ein Problem gewesen, dass erst mein Kameramann weggezogen ist, dann bin ich ins Studium gegangen. Und das kommt halt eins aufs andere und irgendwann wird man dann inaktiv. Das geht ganz schnell. Okay, hast du das vorher, jetzt, wenn du im Studio fertig bist, wieder so aufzubauen oder auch mit anderen YouTubern weiterhin wieder Kontakt zu halten? Ja, was heißt Kontakt halten? Ich bin ja recht häufig, zum Beispiel Bullshit TV, das ist halt ein recht großer Kanal. Da bin ich sehr häufig in den Videos, für die produziere ich auch ab und zu. Und da musst du einfach mal gucken, da bin ich häufiger als auf meinem Kanal zurzeit. Also auch in 2 recht großen Videos, Crow vs. Psy zum Beispiel, bin ich halt auch mit dabei. Das macht halt Spaß. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, da kannst du, die kannst du anrufen, sag mal, wie sieht's aus? Ich komme vorbei, komm zum Dreh. Und du hast einfach den Spaß dann. Und wenn du selber Videos machst, du weißt ja, wie das ist. Wenn du selber Videos machst, dann hast du halt, ja, Stress. Weil du musst immer erst planen, was mache ich für ein Video, was, ja, was brauche ich, eine Kamera, Mikrofon, Kameramann, Konzepte, hier, da, dies, das. Und das ist einfach mega stressig. Und wenn du halt, wie gesagt, wenig Zeit hast, dann kommt es halt eher dazu, dass du bei anderen im Video bist und nicht, ja, selber Videos machst. Du weißt ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in dem einen Rap-Video letztens von beim Online-Rap-Battle warst du, glaube ich, auch mit dem Video dabei, oder? Ja, genau, bei Julian's Blog, ja. Das war bei Julian's Blog, das ist eine, das war von Chosen. Chosen, das ist, man darf natürlich nicht sagen, dass man ihn kennt, aber ich kenne ihn halt und das war halt, hat Spaß gemacht. Das kam auch, glaube ich, 1 Million Views oder was auch immer. Ja, das war schon eine coole Sache, weil echt, das, ja, das war schon hart, weil du siehst ja diese Waldszene, ne? Da laufe ich ja und leg mich auf die Fresse und das ist halt nicht gestellt, sondern ich habe halt echt mich so oft auf die Fresse gelegt und halt echt 3 Stunden nur im T-Shirt bei Regen. Es war halt, das Wetter sah halt da nicht so schlecht aus, aber es war beschissen. Es hat einfach geregnet. 3 Stunden bei Regen im Waldboden gelegen.
Aber Gott sei Dank keine Zecken und keine Erkältung, das war cool. Aber hat mega viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, es waren 3 Drehwochenenden, nachher auch mit Kunstblut, wo zwar irgendwann ekelhaft und irgendwann tat es auch weh, wenn du da vom Stuhl geschubst wurdest oder so ein Messer durch die Brust bekommen hast, aber hat mega Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder machen. Vielleicht kommt dir demnächst auch was raus, der weiß das schon. Okay, und jetzt, du kennst jetzt eigentlich beide Seiten. Was gefällt dir jetzt besser? So vor der Kamera einfach so aktiv einfach alles machen oder hinter der Kamera bescheiden, alles schneiden und so, das ganze Zeug? Also, wenn ich sage hinter der Kamera, dann, was zum Beispiel ein Kameramann macht, Film. Aktiv da durchgehen, am besten auch mit Stabilisierungsmechanismen, Steadicam oder vielleicht auch ein Quadrocopter. Das macht Spaß, ja. Aber der Schnitt, das macht mir zum Beispiel echt wenig Spaß, wirklich, muss ich sagen. Und sonst bin ich halt am liebsten vor der Kamera, weil vor der Kamera, ich will nicht lügen, das ist der geilste Job. Weißt du, du kriegst die Sachen vom Produzent oder so, der sagt dir, was musst du machen, du machst die coolen Sachen und das ist einfach das, was am meisten Spaß macht, muss ich ehrlich zugeben. Und sonst, klar, wenn jetzt, letztens hatte ich einen Auftrag, da habe ich aus so einer riesen LED-Leinwand live auf so einer riesen Party gefilmt. Das ist natürlich auch mega geil, ja. Weil da kannst du auch Stimmung machen, unterhältst du Leute direkt, ja. Wenn das vor allen Dingen auf so eine riesen LED-Leinwand geht, das macht Spaß, aber am meisten natürlich vor der Kamera. Okay, jetzt noch andere Sachen. Viele kennen ja dein Video zum Beispiel, wo du im Ikea kochst oder auch wo du mit deinem Pappewagen da durch den Meckes fährst. Das ist ja echt cool und ich meine, das ist super lustig gewesen, aber wie warst du im Ikea? Hast du jetzt eigentlich Hausverbot bekommen oder wie war das? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute im Ikea, die sind ja eher aus dem Norden und die sind halt echt kulant, muss ich ehrlich sagen. Das war folgendermaßen, ich hatte da eigentlich damit gerechnet, dass ich rausgeschmissen werde. Also aber in erster Linie nicht passiert, denen ist das gar nicht aufgefallen, ne? Viele Leute laufen da vorbei, sieht man ja auch, wollen irgendwas haben. Und dann sage ich zu einer Freundin, hör mal, willst du uns nicht mal verpetzen, weil dramaturgisch in dem Video, wir kochen da im Ikea in deren Einbauküche und die beschweren sich nicht mal. Das geht natürlich gar nicht. Und dann hat sie sich halt beschwert und dann kam die erste Frau an, ja, bla bla, was machen Sie denn hier? Nicht mal rausgeschmissen, ne? Und ich denke so, okay. Aber dann ging es halt los, dann hat sie halt irgendwie jemand angerufen. Und das war dann getarnt als Elektrotechnik-Experte. Saß natürlich, das war so ein Schrank, der kommt da an. Was ist hier denn los, hä? Und denken schon so, okay, ja, packen Sie mal ganz schnell Ihre Sachen zusammen und dann raus hier, ne? Also wurden schon rausgeschmissen. Aber wir hatten auf dem Rückweg hatten wir auch noch eine Menge Spaß. Nur, das war leider auf einer anderen Kamera, die nicht aufgenommen hat. Darum, sonst hätten wir hatten auch nachher den Salat noch irgendwelchen Leuten, auch nachher bei Meckes angedreht und das Schnitzel auch. War lustig, aber klar, ihr kennt das, wenn die Kamera nicht will, dann will es halt nicht. Aber wir wurden schon rausgeschmissen, das stimmt schon. Ja, du bist ja hauptsächlich bekannt für so, ich sag mal, skurrile Dinge, einfach drauf losgehen und machen, das so kennt man dich eigentlich. Es macht am meisten Spaß. Also wenn wir jetzt sagen, ich habe ja angefangen auf YouTube mit so einem Kanal, also einem Format, wo ich halt selber News zu Games gemacht habe. Und ich muss sagen, am ersten Mal mega Spaß gemacht, aber irgendwann das ganze Recherchieren, das wird halt ätzend. Das wird wirklich ätzend, weil das wirklich Zeit braucht. Und mir macht es am meisten Spaß, halt vor der Kamera irgendwas zu machen. Da habe ich irgendwann mal bei seinem Madmob-Challenge mitgemacht, wo ich dann halt, was auch dreimal reingeschnitten wurde. Ich habe echt alle anderen abgezogen, weil ich habe im Rasen mehr Konfetti gemacht. Ja, genau. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt nur noch. Und ja, so ist es dann stehen geblieben. Es kommt auch demnächst wahrscheinlich wieder, wenn ich die Zeit finde, muss ich ehrlich sagen. Ein neues Video raus ist schon in Planung, steht auch schon fest, wer da verarscht wird. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Kommst du euch immer auf die ganzen Ideen, fällt dir spontan ein oder überlegst du die ganze Zeit denn krampfhaft daran? Überhaupt nicht krampfhaft. Also das ist ja, keine Ahnung, ich war halt einmal einfach in der Stadt, kurz zur Post gegangen und denke mir so, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme, auf einmal so, wow, hat eigentlich schon mal jemand mit einem Rasenmäher einen Cocktail gemischt? So einfach auf dem Weg zur Post, ich denke so, ey, wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen, ne? Und so passiert das dann einfach, also einfach so, weil es mir Spaß macht. Wie ist dann, wenn du solche Sachen machst, zum Beispiel auch in Köln bist du ja, glaube ich, mal einfach so quer, waren so ein paar Tänze, bist einfach reingelaufen und so. Wie ist da die Resonanz? Finden die Leute es lustig oder gibt es auch welche, die dann einfach total sauer reagieren oder so? Also ich muss ehrlich sagen, die Leute haben geklatscht da. Das waren ja so irgendwie 2000, hat man jetzt im Video nicht gesehen, 2000 Menschen und die haben geklatscht. Und es hat Spaß gemacht, klar. Irgendwann sind dann diese Tänzer auf mich zugekommen, das sieht man jetzt im Video nicht so gut. Und ich glaube, die wollten mich da auch rausschmeißen, weil die verdienen ja auch Geld damit. Aber die Resonanz war gar nicht so schlecht. Klar, man macht sich zum Affen, das ist klar. Zum Affen. Darum habe ich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, so ein paar wirklich zwiespältige Videos. Das eine, wo ich mich an die Wand tapen lasse, ist mittlerweile auch nicht mehr zu finden, weil wenn ich jetzt, ich arbeite auch in der Universität und ich arbeite halt auch so in dem Bereich. Und das kommt ehrlich gesagt nicht so cool, wenn man da sieht, so den Typ, den wir da gerade engagiert haben, der unser professionelles Imagefilm machen will, lässt sich da von anderen Leuten mit Panzertape an die Wand tapen und frisst also löffelweise Zimt. Das kommt nicht so cool, aber sonst klar. Also du stehst schon dazu, oder? Ich stehe dazu, aber viele Leute verstehen die Comedy dahinter nicht und das kommt da ein bisschen komisch. Okay.
Gibt es eigentlich so ein grobes Fazit, was du bisher jetzt schon so geben kannst in Sachen YouTube? So ist es, findest du es eine Zukunft für dich? Also meinst du, du kannst es so weitermachen oder auch mit den ganzen Filmen und so? Auf jeden Fall. Also Zukunft für mich ist auf jeden Fall, klar, Video machen. Ja, klar, ich studiere was anderes, aber Video machen wird immer zumindest ein Hobby bleiben für mich. Und was YouTube angeht, das ist die Zukunft, auf jeden Fall. Also Video on Demand, also wenn du willst abrufen, das ist die Zukunft. Und also der einzige Tipp, den ich an die Leute geben kann, die neu mit YouTube anfangen, wenn ihr auf YouTube anfangt, dann fangt nicht an, weil ihr seht, dass manche Leute so unglaublich erfolgreich Geld damit verdienen, sondern fangt an, was euch Spaß macht. Ja, einfach, weil es euch Spaß macht. Und wenn ihr wirklich auf die Klicks auch und auf die Resonanz halt auf seid, dann macht was, was noch keiner gemacht hat vorher. Ja? Und vor allen Dingen das, was euch Spaß macht. Denkt euch irgendwas aus, was ihr noch nie gesehen habt, was ihr gerne sehen würdet und macht das einfach. Zieht's durch. Ja? Lasst euch von keinem abhalten. Dann macht's auch Spaß. Ja, ich würde sagen, das kannst du so eigentlich am besten damit bestätigen. Du hast bestätigt und vielen Dank dir nochmal für das coole Interview und viel Spaß dir noch auf der Gamescom. Ich denke, wir sehen uns vielleicht auch nochmal morgen beim Video Day. Und genau, bis dann und vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Wir sehen uns.